meinerseits herzlich willkommen. Und wie gesagt, es hieß mal Anwendungshilfe Luftdichtheit bei Minergie-Bauten. Dann kam der Wunsch von Seiten Minergie, Anwendungshilfe beinhaltet etwas anderes. Man sollte doch irgendeinen anderen Titel suchen. Dann haben wir uns entschieden, gut, wir nehmen wieder Richtlinie Luftdichtheit, nicht mehr Luftdichtheitmessungen, sondern nur noch die Luftdichtheit als gesamtes Paket bei Minergie-Bauten. Also, dass der Name Rilumi weiterhin bleibt. Was ist alles passiert? Das ganze Dokument wurde neu strukturiert. Man muss jetzt beim Minergie-Basisstandard ein Luftdichtheitskonzept abgeben. Es gibt neue Hinweise in dieser Richtlinie zu den Luftdichtheitskonzepten bei Zweckbauten, also bei den Nicht-Wohnbauten. Wie soll man da vorgehen? Was ist zu beachten? Dann die ganzen Anforderungen und Bezeichnungen aus der ISO 9972, die übernommen werden. Und der Umgang mit den kritischen Bauteilen wird ebenfalls beschrieben. Also was sind die kritischen Bauteile, wie soll man mit denen umgehen? Im Moment sieht die Struktur so aus, kann sich eventuell noch ändern. Im Moment sind noch 2-3 Rückmeldungen gekommen, die müssen noch eingearbeitet werden. Aber im Grundsatz Einleitung, was sind die geltenden Dokumente, die zugrunde liegen, dann die Anforderungen, die Minergie stellt, das Luftdichtheitskonzept, das verlangt wird, wie kommt man dazu, die Messkonzepte, die Messung selber wird da drin auch wieder beschrieben, wie wir es schon gehört haben, nach der 9972, also was sind da die entsprechenden Punkte, die zu beachten sind, wie soll der Messbericht sein und es gibt dann die ganzen Anhänge mit noch weiteren zusätzlichen Sachen drin. Die neue Richtlinie, die soll sich nicht mehr nur an die Messenden richten, sondern neu auch an die Bauherrschaften. Also sie sollen da entsprechende Hinweise bekommen. Die Planenden, insbesondere mit dem Luftdichtheitskonzept, also dass sie mal wissen, wo kann ich was nachschauen, wo habe ich gewisse Hinweise, wie soll ich ein Konzept erstellen. Dann teilweise auch die Handwerker, die das Ganze dann umsetzen müssen. Es gibt auch da drin gewisse Praxistipps, also was ist zu beachten. Weiterhin die Messen sind angesprochen und weitere Interessierte. Der Vergleich, was hat geändert? Eben einerseits die ISO 9972 gegenüber der EN 13829. Wir wenden das Verfahren 2 an, das alte Verfahren B. Dann, wie schon angesprochen, das heißt jetzt QE50. Früher hatten wir den N50ST, den künstlich erzeugten Wert, also den Q50 mal 0,8, mal den Faktor des Gebäudes, hat die 0,6 ergeben. Also wenn wir das zurückrechnen, ist der alte Q50 war bei 0,75. Wenn wir das auf eine Stelle runden, sind das die 0,8. Also bezüglich den Werten hat sich nichts verschärft. Das ist eigentlich immer noch dieselbe Anforderung an die Luftdichtheit bei Minergie P und Minergie A bei den Neubauten, die gemessen werden müssen, wie auch bei den Modernisierungen. Da gab es eine kleine Verschärfung bei den Anforderungen. Wie schon angesprochen, Strömungsexponent, der jetzt wirklich mal definiert ist, weil wir bekommen immer wieder Berichte, da waren die Strömungsexponente über 1 oder unter 0,5. Man fragt die Leute ja, weshalb? Sie konnten keine Auskunft geben und wichtig auch das Bestimmtheitsmaß R², wie es in der 9972 definiert ist, die 0,98. Also das heißt, das ist relativ sportlich, das zu erreichen. Also es geht nicht mehr alles einfach so. Dann haben wir die Konzepte, die eingereicht werden müssen. Einerseits das Luftdichtheitskonzept, das bei Minergie-Basisstandard zwingend einzureichen ist. Bei Minergie P und A wird ja gemessen. Da wird es nicht explizit gefordert. Man kann es einreichen, es wird aber nicht von der Zertifizierungsstelle geprüft. Aber die Planer sollen das Luftdichtheitskonzept erstellen, weil das soll die Basis bilden und dann nachher auch für das Messkonzept und für die Umsetzung auf dem Bau. Dann das Messkonzept zwingend. Bei Minergie P und Minergie A, wenn wir eine bestimmte Anzahl Nutzungseinheiten haben,
prüfen wir nicht mehr jede Nutzungseinheit, sondern dann nur noch ein bestimmtes Quantum. Und die Messung selber, P und A zwingend, beim Minergie-Basisstandard empfohlen. Die Werte, Minergie-Basisstandard bei den Neubauten, der Q50 kleiner 1,2 Kubikmeter pro Stunde und Quadratmeter, bei P und A ist er 0,8, also da hat es keine Verschärfung gegeben. Bei den Erneuerungen sind wir konsequent überall das Gleiche, die 1,6 ist gegenüber von früher etwas verschärft worden. Was sind die Randbedingungen, die eingehalten werden müssen? Es ist der Durchschnittswert aus Unter- und Überdruckmessung, also wir verlangen immer beides, nicht nur das eine oder das andere. Das muss nach dem Verfahren 2 gemäß der Norm durchgeführt sein. Es kann als sogenannte vorgezogene oder als Abnahmemessung gemacht werden. Also wir akzeptieren es von der Zertifizierungsstellen her, wenn die Prüfung gemacht wird, sobald die Luftdichtheitsebene fertig eingebaut ist, also bevor der ganze Innenausbau fertig ist. Dann neu, die Messunsicherheit, bis anhin hatten wir plus minus 20%. Neu sind wir auf plus minus 15 runtergegangen. Und weshalb? Weil in der 99-72 ist der Messfehler bezüglich des Windes nach unten korrigiert worden und gewisse Abklärungen mit dem Deutschen Verband haben ergeben, dass da diese alte Tabelle von Achim Geissler hinterfragt wurde und entsprechend gewisse Werte nach unten korrigiert wurden. Also das sieht man auch in der 99-72, dort wird ja gesprochen von normalen Umständen, die Messunsicherheit bei plus minus 10%, die Gesamtmessunsicherheit bei windigen Verhältnissen plus minus 20%. Also das heißt, windige Verhältnisse vermutlich über 5-6 Beaufort. Und in diesem Zusammenhang, Achtung, je nach Software, die Sie heute verwenden, also ich weiß es von TechTide Express Version 3.6, hat noch die alten Wind- und Messunsicherheiten drin, die 4.1 und höheren, die haben dann nach den neuen Bewertungen des Flips die Messunsicherheit bezüglich Wind. Also es gibt und auch Differenzen in der Gesamtmessunsicherheit. Was auch noch maßgebend ist, die natürliche Druckdifferenz, maximal die 5 Pascal. Was führen wir neu ein? Bei Erneuerungen, Erweiterungen oder Umnutzungen. Bei Erneuerungen, das bleibt wie bisher, die Anforderungen grundsätzlich immer noch jede Nutzungseinheit zu messen. Wenn aber an Zwischendecken nichts gemacht wird, dann wissen wir, dass man nicht mehr die Nutzungseinheit, also sprich Wohnung, prüfen kann, dann da kann man auch das ganze Gebäude messen. Erweiterungen werden wie bisweilen gehandhabt, je nachdem wie die Trennung ist zwischen alt und neu. Entweder Anforderungen alt erfüllen, neu erfüllen oder es gibt einen Mischwert, also einen objektspezifischen Grenzwert, der dann eingehalten werden muss. Was neu dazu kommt, das ist bei Umnutzungen. Wir haben ja die Mustervorschriften der Kantone, also die MUCKEN 14, und in dem Zusammenhang gibt es die Vollzugshilfe EN 106. Die definiert ganz klar, wenn wir Gebäude haben, Umnutzungen mit Raumtemperaturänderungen, dann sind zwingend Neubauwerte zu erfüllen, also sprich von der energetischen Seite. Wir stützen uns auf das ab und sagen, wir wollen nicht unbedingt eine Umnutzung, ich sage jetzt mal von einer Industriehalle in Lofts. Da haben wir, wenn wir die SCA 381, diese Temperaturen anschauen, dann haben wir keine 5 Kelvin Temperaturdifferenz. Da gehen wir davon aus, dass man dann noch die Modernisierungsanforderungen erfüllen darf. Wenn wir über 5 Kelvin Temperaturänderung haben, also sprich einen unbeheizten Stall in ein Rustikum zu wandeln, dann wollen wir die Neubauwerte erfüllt haben. Es gibt schon Beispiele, die so ausgeführt wurden. Das Luftdichtheitskonzept, wie es verlangt wird, für Minergie haben wir definiert, es gibt zwei Möglichkeiten. Es wird eine Checkliste geben, die sehr früh abgegeben werden kann, oder dass man es über ein grobes Konzept macht, wo man auf den Plänen darstellt und kurz beschreibt, wie soll die Luftdichtheit ausgeführt werden und umgesetzt werden. Das Messkonzept, das abgegeben werden muss, bei Wohnbauten ab 5 Einheiten und bei allen Zweckbauten soll es abgegeben werden.
Vielfach ist es nicht möglich, dass man das ganze Gebäude auf einmal messen kann, sei es, weil es etabliert ist, sei es, weil der Baufortschritt unterschiedlich ist. Da verlangen wir, dass man ein Messkonzept abgibt. Das wird mit der Zertifizierungsstelle abgesprochen und dann misst man halt nur gewisse Teile daraus. Hier mal so ein Anhaltspunkt, wie viele Einheiten bei Wohnbauten respektive Wohnüberbauungen gemessen werden sollen. Wir haben hier die Anzahl Messzonen und die Anzahl Messungen und wir sagen, es gibt eine untere Grenze und es gibt eine obere Grenze. In dem Bereich kann die Zertifizierungsstelle definieren, respektive Sie können mal aufgrund dieser Angaben mal schon das Konzept so machen und die entsprechenden Messzonen ausscheiden. In begründeten Fällen können die Zertifizierungsstellen von dem noch leicht abweichen. Die Messung selber, wie angesprochen, mindestens die 5 Punkte. Was Minergie jetzt noch definiert hat, wir wollen eine Bandbreite im Bereich von etwa 35 bis 70 Pascal gemessen haben. Und der Referenzwert 50 Pascal muss in der Messreihe liegen. Ausnahmen, wie schon angesprochen, die 99, 72, wenn es bei sehr großen Bauten nicht geht, ist mit der Zertifizierungsstelle zu diskutieren und dann kann man sicher auch mit tieferen Drücken noch messen, das dann hochrechnen. Wir werden Excel-basiert einen Messbericht zur Verfügung stellen. Also der kann entsperrt abgegeben werden, dass man das direkt in die Auswertesoftware integrieren kann, sodass wir eigentlich diese Zusammenfassung haben, wie wir sie früher schon kennen, mit dem Word und auch gleich diese Checkliste, was wurde alles abgedichtet. Minergie bietet ja auch weitere Kurse an. Es wird einen Kurs geben, Luftdichtheit, Gebäudehülle. Der wird am 20. November auch wieder hier stattfinden. Und wir werden auch die Zertifizierungsstellen schulen. Also dieser Termin ist jetzt auch definiert, also dass auch die Zertifizierungsstellen wissen, was kommt jetzt neu, wie sollen sie das jetzt umsetzen. Mein Wunsch ist, heute haben wir vielfach Auswertungen aus Softwaren, die haben den Strömungsexponenten N nicht ausgewiesen. Also die werden dann zum Teil wieder auf Zusatzblätter ausgewiesen. Und was auch zum Teil nicht vorkommt in der Auswertesoftware, ist das Bestimmtheitsmaß R². Also mein Wunsch wäre, bei der Software das entsprechend zu implementieren, dass das direkt aus dem Rapport kommt und nicht noch über Zusatzumrechnungen und Berechnungen gemacht werden müsste. Das mal soweit meine Ausführungen, die ich bis heute sicher geben kann. Und ich gehe mal davon aus, es wird jetzt eine Bereinigung geben dieser Richtlinie. Ja, plus minus in einem Monat, dass sie rauskommt. Und denke, dass sie sicher ab 1. Januar 2018 Gültigkeit erlangt. Ja, gut, danke vielmals.